So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Battlefield Bad Company. Wollen wir hoffen, dass es diesmal besser läuft, denn ich habe gestern versucht, diesen Part zweimal aufzunehmen. Einmal klappt es nur bis zur Hälfte. Wisst ihr, ich finde, unsere Verdienste werden nicht genug gewürdigt. Wir haben den Großteil der Stadt allein eingenommen und... Und, tja, Miss July sagt doch irgendwas von deiner Versetzung aus der Company. Ja, und beim zweiten Mal aufnehmen ging das dann auch bis nur volle Stunde. Und dann, ja, wurde dann auch die Aufnahme abgebrochen praktisch. Ja, nicht unbedingt abgebrochen, aber die war dann fehlerhaft. Man hat dann nur Krieseln gesehen und so ein Scheiß. Deswegen mache ich diesen Part jetzt erstmal 15 Minuten. Um dann ganz einfach den Part erstmal sicherzustellen. Seht mal, die verschwinden, alle. Wir haben es tatsächlich geschafft. Glaubt ihr, wir werden jetzt versetzt? Keine Ahnung, aber du hast es sicher verdient. Ja, genau. Hey. Seht mal, da unten bei den Trucks, das sind Söldner, oder? Sieht mal so aus. Sollten wir sie nicht aufhalten? Ihr wisst schon, ein paar Fragen stellen, sie durchsuchen. Unser Befehl lautet, den Sektor zu sichern, also schätze ich... Was? Nein, wartet mal. Wie war das noch mit auf Nummer sicher gehen? Hm? Die Jungs könnten echt gefährlich sein und du gehst morgen nach Hause, schon vergessen? Dauert doch nur eine Minute. Jetzt hat man das Pairing eben in der Cutscene richtig krass gesehen, dass das Bild zerreißt. Aber nochmal zur Info, falls nochmal irgendwelche Kommentare kommen, ich kann dagegen nichts machen, weil eben halt, ich glaube, die Entwickler damals halt nicht die Spiele gepatcht haben. Deswegen kann ich da auch nichts machen, leider. Finde ich selber nicht sehr schön, muss ich sagen. Aber was will man machen, ne? Ich meine, selbst heute gibt es immer noch ein paar Spiele, die das beinhalten, dieses Pairing. Ich dachte, du bist jetzt gestorben, Alter. Okay, jetzt muss es gewesen sein. Gold! Ich rieche Gold! Hey, hey, hey! Ich glaube, wir sollten der Goldspur folgen. Du hast sie verloren, du Volltrottel! Ich weiß schon, was ich tue. Das ist nur eine Abkürzung. Du weißt, was du tust. Du weißt, was du tust. Wenn ich jedes Mal nur einen Cent kriegen würde, wenn du das sagst, bräuchte ich das Gold nicht. Hey, Jungs! Dort sind die Trucks. War doch eine Abkürzung. Sie überqueren die Grenze. Wir können ihnen nicht weiter folgen. Wo ist Haggard hin? Da drin gibt's massig Gold! Mist, eine neutrale Zone. Haggard, komm zurück! Er kann dich nicht hören, Sarge. Und wenn, tut er sich ja nur so. Wie
Ich sag's nicht gern, aber wir müssen ihn zurückholen. Müssen wir ihn denn wirklich unbedingt da rausholen? Ich meine, müssen wir? Vorwärts! Wie der runtergestürmt ist, das ist einfach zu geil. Feind nähert sich! Haben wir die nicht schon erledigt? Alter. Macht sie alle. Schießt man selber mit so einem scheiß MG, trifft man niemanden auf dieser Entfernung. Aber hier ist wenigstens noch etwas drinne. Oder? Naja. Ist ja immer noch jemand. Okay, das war's mit denen. Ich muss mich heilen. Erstmal ins Haus, das ist wichtig. Da ist jemand hier. Macht den Panzer fertig hier. Boah, Alter. Wie? Der ist doch noch gar nicht erledigt. Eure russischen Kumpel müssen nochmal schießen. So muss das sein. Wir gucken mal kurz hier rum. Weil ich musste die Mission vom vorherigen Part zweimal spielen und da bin ich nochmal auf eine Goldkiste gestoßen. Und jetzt habe ich es erst begriffen, dass nämlich... dass die Gegenden gekennzeichnet sind mit hier, mit diesem Symbol. Okay, hier wird nichts mehr sein. Die Gegenden sind halt immer gekennzeichnet mit diesem Söldner-Symbol und das ist dann, ja, dass da Gold, eine Goldkiste nämlich, ja, versteckt ist. Ich glaube, im zweiten Teil müssen wir die dann zerstören, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich bin jetzt nicht ganz in der Materie drin. Munition. Ah, verdammt.
Ah, Hackett, hier bist du. Gut. Hackett war also gewissermaßen im Alleingang in ein neutrales Land einmarschiert. Nicht der beste Weg. Amüsierst du dich gut, Hackett? Naja, schon. Ach ja, warum? Das Gold! Hast du es nicht gesehen? Naja, Sweetwater könnte sowas Großes nicht verschlucken. Halt die Klappe, Hack. Nenn mir einen guten Grund, dich nicht in den Bau zu stecken. Ganz klar, weil du mich liebst, Sarge. Auf plutonische Weise. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Over. Mike One Juliet, hier Bravo One Charlie. Over. Ich hoffe, Sie haben dafür eine gute Erklärung, Sergeant. Over. Es war meine Entscheidung. Wir mussten einen Angriff abwehren. Oder vorbeugen. Over. Sehen Sie zu, dass Sie zur Basis zurückkommen. Over. Von mir aus. Ich wollte sowieso in den Angelurlaub. Over. Nein, Sie kommen vors Kriegsgericht. Ich denke, Sie gehen die nächsten 9 bis 12 Monate nirgendwo hin. Out. Scheiße. Das war übel, was? Ganz übel. Es ist schlimm, Hanks. Schlimmer als das, was wir jemals gemacht haben. Ich sag's Nein. dir, alles, was du machst, ist schlimm, Nicht Hanks. So schlimm wie Hasselhoffs drittes Album. Oh, viel schlimmer. Wirklich. Oh nein. Niemals! Lass mich mal nachdenken. Und? Was machen wir jetzt? Wir sind hier, oder? Was? Wo sind diese Trucks? Oh nein, nein, Sarge, das kann nicht dein Ernst sein. Ist es aber. Was? Du willst hinter dem Gold her? Von der Army kann ich kein Edelmetall erwarten. Kommt ihr mit, oder was? Ich bin nicht sicher, ob mir das alles hier so recht ist. Gold, Sweets! 24 Karat! Was für eine Motivation brauchst du denn noch? Was meinst du, Preston? Naja, so eine Million könnte ich gut gebrauchen. Wie jeder andere auch. Ja, Jungs, wartet! Wo er recht hat, ich glaube, hat er recht. Die Lander sind da hoch. Ich werde sie einholen. Sarge, Hackett rennt wieder weg. Scheiße, seht euch das an. Ich weiß, er rennt wie ein Mädchen. Nee, das meine ich doch gar nicht. Ich wette, die senden unsere Bilder gerade an jeden Schützen in diesem beschissenen Land. Aber wenn wir die Antennen zerstören, man kann nicht verfolgen, was man nicht sieht. Dann hätten wir auch die US Army von den Hacken, Sarge. Okay, bevor es hier weitergeht, werde ich diesen Part erstmal sichern und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also haut rein und ciao.